Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 7. Ja, wir sind immer noch in den Chroniken von Tandrien, in der ersten Mission. Machen ordentlich Krieg. Wir haben Rowyn bereits besiegt in der letzten Aufnahmesession. Wir müssen jetzt nur Dracorian zur Strecke bringen. Der ja auch nicht mehr sonderlich viel hat. Mehr kontra den überhaupt nicht nützlich ist. So, nehmen wir mal hier das Territorium ein. Unter eurer Kontrolle. Ihr hättet mich nicht reizen sollen. Jetzt werdet ihr meinen Zorn und die Waffen meiner Soldaten zu spüren bekommen. Bereitet euch auf den Tod vor. Als hätten wir jetzt noch Angst vor dir. Oh, er repariert schon gleich und seine. Befestigungen. Das würde ihm allerdings auch nicht so viel nützen. Die Armee wird nachgefüllt. Dann wird noch die Armee hier nachgefüllt. Ich merke gerade, diese Armee hat keinen Stadtdatenträger. Doch, hat sie. Hab ich verguckt. Der ist ja da unten. Neben der Munitionsanzeige. Die Befestigungen sind nicht ausgebessert. Ich hatte andere Befestigungen noch, die ausgebessert werden müssen. Wahrscheinlich die hier. Ja. Oh, Kondradin bewegt. Oh, Kondradin holt jetzt ordentlich aus. Okay, schade. Die sind alle. Bleib mal weg mit denen. Konrad, die beiden Punkte einnehmen. Ach, sie fasst er doch aus. Das soll er ruhig machen. Strategisch haben die keine Bedeutung für mich. Waffen dafür. Kondradin baut wirklich jetzt wieder eine Truppe auf.
So, damit haben wir beides, haben wir unsere Soldaten wieder. Wir haben alles benutzt, was wir hier auf der Map benutzen können. Ja. Also alle drei Questgebiete. Da kommt meine Kanone. Ah, da kommen meine restlichen Soldaten. Ja, wir haben ja die Technologien hier, die uns helfen sollten, uns zu verteidigen, während wir bei Drakorian einmarschieren. Also wir werden hier vom Süden her angreifen. So, Konradin hat noch einen Grenzposten. Also noch einen Außenposten eingenommen. Seine Armee wird auch immer stärker. Ja, und da kommt eine von Konradins Kanonen. Und ja, Drakorian wird sich kaum trauen, mich mit der schwachen Armee anzugreifen. Eine Kanone und sechs Musketiere kommen niemals durch den Turm durch. Dafür kommen wir sicherlich ziemlich leicht in seine Burg rein, wenn er weiter da rumsteht. Mir fällt gerade so auf, die Musketiere, die mein zweiter General hat und auch ein Teil der Pikiniere, sind Räuber oder Briganteneinheiten. Cooles Detail.
So, die Schlacht ist gewonnen. Es wird auch die etwas verlustreichere Schlacht gewinnen. Ja, Gewaltmarsch ist das Einzige, was wir nicht gekriegt haben. Da war Drakorian schneller als wir. Ihr erschließt neues Land, mein Freund? Großartig! So, dann warten wir kurz, bis wir wieder voll geheilt sind. Drakorian macht immer noch keine Anstanden. Baldoros pumpt seine Armee ordentlich auf. Kondradin, wir sind Baldoros. Hä? So, Angriff. Die Verluste waren gar nicht mal so heftig wie erwartet. Drei Kanonen habe ich gerade mal verloren. So, jetzt kann ich in Drakorians Burg einmarschieren, ohne dass er Probleme macht. Jedenfalls hat er, scheint er keine Witz machen zu wollen. Wo hat Drakorian eigentlich seine Kaserne? Wenn er sie überhaupt noch hat, weil ich sie ihm nicht auch gerade zerstört habe. Wenn Drakorian überhaupt jemals eine Kaserne hatte. Ich sehe nämlich bis jetzt nur seine Burg, seine Kirche hier. Die ihm auch nicht mehr wirklich was bringt. Ihr habt euer Reich. Ihr könnt mich in Ketten legen und ins tiefste Verlies werfen, doch die Idee von einem freien Volk von Tandrin könnt ihr nicht auf den, nicht aus den Köpfen legen. Eines Tages werdet ihr meinen Zorn zu spüren bekommen. Ausgezeichnet, euer Feldzug gegen das Geschwisterpaar hat eure Vorherrschaft bestätigt und sollte all euren Gegnern zur Warnung dienen. Die selbsternannten neuen Herren von Drakenau sind uns zu keiner Zeit gefährlich geworden. Und geachtet dessen sollten wir uns Rovinus und Drakorians annehmen und ihnen Zeit geben, über Halsstarrigkeit nachzudenken. Ich bin sicher, ein Urlaub auf den Nordinseln ist dazu bestens geeignet. Doch nun lass uns feiern. Drakenau ist jetzt unser. Und das übrige Tandrin wird allzu bald folgen.
Ja, wie auch immer die Siedler das alles mitmachen, was Kondralin und Baldurus verursachen. Ihr wart siegreich. Hey. 1500 Gold. Sehr schön. Dann zurück zum Menü und auf zur nächsten Mission gleich. Dumm.